In 2 Wochen, konkret von 14. bis 16. Mai, wählen Österreichs Studenten ihre Vertreter in der österreichischen Hochschülerschaft. Die linksextremen Vorsitzfraktionen, allen voran die grün-alternativen Studenten, sind durch eine Mega-Pleite schwer belastet. Das über einen Verein von ÖH-Funktionären gegründete Café Rosa scheiterte in nur kurzer Zeit wirtschaftlich und hinterlässt einen Schuldenberg, der noch weiter wächst. Aufgedeckt hat den Skandal der Ring freiheitlicher Studenten. Das Café Rosa, antikapitalistisches Experiment auf Kosten aller Studenten, beschäftigt mittlerweile die Justiz. Der RFS hat Anzeige erstattet gegen die grünen Verantwortlichen. Zuletzt haben die freiheitlichen Studenten sogar angeboten, ihre Wahlkampfparty im Café Rosa zu feiern und Miete zu bezahlen. Doch die ÖH-Pleitiers wollen kein Geld. Der RFS weitete die Anzeige auf die Schädigung von Gläubigerinteressen aus und bietet nun an, das Geld, 1500 Euro, zu spenden, allerdings unter bestimmten Bedingungen. Und das Geld wird ab sofort freigegeben, wenn dieser Jahresabschluss publik gemacht wird oder wenn es eine neue ÖH-Exekutive gibt, die dahingehend vernünftiger wirtschaftet. Warum wir so auf diesen Jahresabschluss herumreiten, ist ein ganz einfacher Grund, weil uns zugetragen wurde, dass die Verluste um das Café Rosa mittlerweile die Millionen-Euro-Grenze überschritten haben. Und das wären dann rund 60.000 ÖH-Zwangsbeiträge. Oder anders gesagt, jeder vierte Student hat ein Semester lang nur für das Café Rosa gezahlt. Dessen Betreiber sind mit einer wirtschaftlichen Naivität ans Werk gegangen, die vermuten lässt, dass sie auch an Einhorn und Elfe glauben, die erscheinen, wenn man die inzwischen stillgelegte Homepage des Cafés aufruft.